Hast du dich jemals gefragt, was die erfolgreichsten Trader anders machen? Heute lüfte ich das Geheimnis und ich zeige dir 7 der wichtigsten Grafiken, die dein Trading für immer verändern werden. Jede dieser 7 Grafiken wird deinen Horizont auf unterschiedlichen Ebenen komplett verändern und dir einen grundlegenden Einblick in die Dynamiken der Finanzmärkte geben. Sie werden dich vieles besser verstehen lassen, dein Verständnis beeinflussen und dich im Optimalfall vieles zum Besseren ändern lassen. Und die Grafiken werden dir hoffentlich völlig neue Perspektiven und Gedankenanstöße verschaffen. Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Felix Hülfborn, ich möchte dich ganz recht herzlich begrüßen und als Aktientrader mit einem Master in Exercise Science and Coaching erforschen wir hier auf meinem Kanal regelmäßig die wissenschaftlich fundierten Strategien und Tools, die uns zu einem produktiveren Leben und Trading verhelfen. Wer kennt es nicht? Wir starten mit einer neuen Trading-Strategie und auf einmal verlieren wir den ersten Trade, den zweiten Trade, den dritten Trade, den vierten Trade. Und auf einmal sind wir in einem sogenannten Drawdown. Wir verlieren also unterschiedliche Ereignisse in Folge. Die Frage ist jetzt also, was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Wir müssen auf der einen Seite unsere Gewinnwahrscheinlichkeit kennen und auf der anderen Seite dann eben die entsprechende Statistik bei der Hand haben, die uns eben dann auch das Vertrauen gibt, durch diesen Drawdown durchzuhandeln. Ich habe dir hier mal dementsprechend die erste Grafik mitgebracht, die dir genau das zeigt. Als Beispiel dafür, wenn wir eine Trading-Strategie haben, die beispielsweise 35% wahrscheinlich ist, dann ist es sozusagen zu 71% wahrscheinlich, dass wir auch 10 aufeinanderfolgende Trades haben, die eben in Folge verlieren. Das müssen wir wissen, denn viele Swing-Trader haben vielleicht eine Gewinnwahrscheinlichkeit, die ungefähr bei 40% oder 35% liegt. Und damit können sie ganz, ganz viel Geld verdienen, wenn sie dann auch von einem guten Chance-Risiko-Verhältnis Gebrauch machen. Gleichzeitig müssen wir hier aber wissen, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir 10-mal in Folge verlieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Strategie, die vielleicht 80% wahrscheinlich ist. Ja, hier sollten wir uns also Gedanken machen, wenn wir auf einmal 6, 7, 8 Mal in Folge verlieren. Warum? Weil das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Wir müssen uns also zu diesem Zeitpunkt tatsächlich fragen, ob diese Strategie überhaupt so wahrscheinlich ist, wie wir sie betiteln, oder ob sich irgendwelche Marktvariablen hier verändert haben. Wenn wir schon über das Chance-Risiko-Verhältnis sprechen, kommen wir gleich zur zweiten Grafik, die uns die benötigte Gewinnrate zeigt bei entsprechendem Chance-Risiko-Verhältnis. Ganz einfach zu lesen, wir würden entsprechend den Schnittpunkt jeweils suchen. Wenn wir beispielsweise ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4 zu 1 haben, können wir dann einfach ja, vertikal eben die Linie runterziehen und bekommen so dann die notwendige Gewinnrate. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir einfach nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 haben, dann natürlich wird diese Kurve viel flacher und wir würden es wieder vertikal runterziehen und den entsprechenden Wert dort bei der Gewinnrate ablesen können. Wusstest du, dass ich versuche, meinen persönlich maximalen Drawdown auf jeweils 10% zu limitieren? Warum ist das so? Das zeigt uns hier die dritte Grafik. Wie viel prozentualen Gewinn benötigen wir, wenn wir einen entsprechend prozentualen Verlust hatten? Um einen prozentualen Verlust von -10% wieder wettzumachen, benötigen wir nur einen prozentualen Gewinn von 11%. Das hält sich also relativ in Grenzen. Wie ist es aber jetzt, wenn ich beispielsweise mein Konto halbieren würde? -50% bedeutet, dass wir dann ein Kontowachstum von 100% bereits benötigen, um erstmal wieder zum Ausgangspunkt zu kommen. Noch schlimmer wird es, wenn wir unser Konto um 70% zurücksetzen. Dann benötigen wir schon ein Kontowachstum von 233%, um zum jeweiligen Ausgangspunkt zurückzukommen. Das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, mit einem guten und fundierten Risikomanagement zu starten. Gerade Anfänger haben eben hier Probleme, weil sie diese dritte Grafik nicht kennen, weil sie denken, okay, ich möchte möglichst großes Risiko gehen, um große Gewinne zu erzielen, aber es tritt das Gegenteil ein. Man verliert relativ viel, dann wird es umso schwieriger zurückzukommen und erst, wenn man nach einer gewissen Zeit vielleicht auch die Fähigkeiten hat, dann sitzt man eben vor einem fetten Haufen und muss vielleicht hier nach einem Verlust von 80% erstmal 400% erwirtschaften. Hätten wir aber gut gehaushaltet, eben hier mit unserem Risiko, hätten wir vielleicht nur 3-4% verloren und die 400%, die man ja hier erstmal zum Ausgleich des Kontos erwirtschaften muss, die hätten dazu geführt, dass wir dann sehr, sehr schnell auf eine sehr
gute Karriere starten können. Mit der vierten Grafik kommen wir zum Zeitwert und der Kraft des Compound-Effekts. Unser Bestreben ist es häufig, sehr, sehr große Gewinne zu erwirtschaften. Hier beispielsweise zweimal ein Gewinn von 40%, was zu einer Gesamtrendite von 96% führen würde. Wenn wir auf der Gegenseite aber viel beständiger sind und 12-mal beispielsweise eine 10%ige Rendite erwirtschaften würden, dann führt das zu einem Gesamtwert von 214% Output. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll die Kraft des Compound-Effekts. Und an dieser Stelle kann ich dir noch wärmstens das Buch Compound Effect von Darren Hardy ans Herz legen. Das Buch habe ich persönlich gelesen und es zeigt eben die Power, die Kraft des Compound-Effekts, eben nicht nur eben hier sogenannte Zinseszinseffekte, die wir beispielsweise hier in diesen mathematischen Beispielen gesehen haben, sondern bezieht sich eben auch auf weitere Bereiche des Lebens und wie wir diesen Effekt auch in anderen Bereichen für uns zum Erfolg nutzen können. Die fünfte Grafik bringt uns zum Expected Value, dem Erwartungswert, der uns sagt, ob unsere Strategie, unsere Trades überhaupt erfolgreich sein können. Alles, was wir dazu benötigen, ist der durchschnittliche Gewinner, der durchschnittliche Verlierer, jeweils in Dollar, und dann die entsprechenden Gewinnwahrscheinlichkeiten. Die Formel ist ganz einfach zu verstehen. Wir multiplizieren hier auf der linken Seite erstmal den durchschnittlichen Gewinner-Trade mit der Wahrscheinlichkeit eben für den Gewinner. Wir haben hier also in diesem Beispiel ein System, was durchschnittlich Gewinner von 300 Dollar produziert bei einer Wahrscheinlichkeit von 70%, 70% also 0,7. Dann schließen wir die Klammern und wir subtrahieren dann den zweiten Term davon. Hier öffnen wir wieder die Klammer und setzen den durchschnittlichen Verlierer ein. In diesem System hätten wir also durchschnittlicher Verlierer von 100 Dollar. Die multiplizieren wir wieder dann mit der restlichen Wahrscheinlichkeit. Wir hatten vorher 70%, also sind jetzt 30% noch übrig eben für die Wahrscheinlichkeit unseres Verlierers. 100 mal 0,3. Wir schließen das Ganze und es kommt raus 180 Dollar. Das ist unser Expected Value oder unser Erwartungswert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir einen Trade eingehen, würden wir erwarten, 180 Dollar zu machen. Du stehst nicht so auf Zahlen? Kein Problem. Dann ist diese sechste Grafik wie für dich gemacht, die abstrahierte Lernkurve darstellt. Natürlich ist die Lernkurve etwas Individuelles. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Lernkurve. Die einigen brauchen länger, um zu einem gewissen Ziel zu kommen. Die anderen sind deutlich, deutlich schneller und haben weniger Rücksetzer. Aber stell dir das hier ähnlich vor, wie eventuell auch deine Trading-Performance. Wir wollen konstante Dinge machen, um konstant besser zu werden. Da gehört es natürlich auch dazu, konstante Rücksetzer zu haben. Wir erinnern uns an eine andere Grafik, wo wir einfach versuchen, diese Rücksetzer nicht sonderlich groß werden zu lassen. Soll bedeuten, bei unserer persönlichen Entwicklung, bei unserer persönlichen Lernkurve, wollen wir eine gewisse Balance an den Tag legen, um auch zu sagen, das hat nicht so große negative Einflüsse eben auf mein persönliches Leben. Ja? Work-Life-Balance ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und dementsprechend bedeutet das auch für deine Lernkurve, dir Mut zu machen, weiterzumachen, ja, an deinen Zielen festzuhalten, und wenn du da vielleicht nicht hinkommst, dir vielleicht auch externe Hilfe zu suchen. Sollst du beim Trading Probleme haben, dann schau einfach mal auf unserer Internetseite oder allen weiteren Links hier unterhalb dieser Videobeschreibung, wo wir dir auch kostenlose Inputs geben, um dir da eben auch bei helfen zu können. Damit kommen wir zu Grafik Nummer 7. Hier wird es jetzt nochmal ein bisschen statistischer bei dem Gesetz der großen Zahlen. Selbst wenn du schon Durchschnittswerte für deine Performance hast, die dir helfen, eben auch an dem Trading-System festzuhalten, kannst du nicht direkt annehmen, dass du diese Durchschnittswerte erreichst. Wichtig dabei, die großen Zahlen, die führen dazu, dass wir eben immer näher an den Durchschnittswert oder an den Median eben unserer Leistung kommen, was dazu führt, dass über gewissen Zeitraum von Wiederholung, 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 wir eben immer näher da dran kommen und genauso sollst du dein Trading sehen. Sei nicht frustriert, wenn du vielleicht in 2, 3 Trades nichts erreichst. Hab im Sinn, wo du herkommst, was deine Strategie ist, was deine Performance-Zahlen sind und dann führe das Ganze einfach konstant durch, sieh es als Lernerfahrung, um dich dann eben hier auch statistisch tatsächlich an deinen Ergebnissen annähern zu können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über ein Like von dir und wenn du meinen Kanal abonnierst. Was sind deine persönlichen Grafiken, die ich vielleicht vergessen habe? Lass es mich einfach unten eben in den Kommentaren wissen. Sollte das Video gefallen haben, dann kann ich dir auch recht herzlich dieses empfehlen, wo ich über die Börsenmythen spreche, die mich persönlich erst mal in den ersten Jahren gerade vorstellen.
von meinem persönlichen Erfolg abgehalten haben. Wenn du heute also was Neues entdeckt haben solltest, dann denke ich auch, dass du hier Mythen findest, die dich persönlich beeinflussen und dich von deinem persönlichen Erfolg abhalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.